Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu dieser Best of Rock Folge von Him und Wicked Game. Sehr cooles Riff, was sehr leicht ist, was sehr eingängig ist, basiert auf einem Cover, oder es ist ein Cover, und aber dieses mit der tiefen Stimme von Wille Wallo. Dankeschön. Dankeschön, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Nein, und ist ganz simpel zu spielen. Wie auch hier in dem Video werde ich euch mal wieder keine Tabs und keine Noten einblenden, sondern die könnt ihr von meiner Internetseite runter laden und könnt euch dann eventuell auch das ganze Lied dann anschauen, weil da gibt es ein paar coole andere Teile noch. Gerade in der zweiten Gitarrenspur ist das sehr geil. Aber das können wir hier aus zeitlichen Gründen jetzt alles nicht zeigen. Könnt ihr euch eventuell dann ja dann ein bisschen selber angucken, ja? So, dann gehen wir mal rein in Wicked Game von Him. So, lala. Also, wir müssen hier auf den siebten Bund auf die E-Seite. So ein Rockakkord schlagen. Zeigefinger, siebte Bund auf die E-Seite. Ringfinger, neunte Bund auf die A-Seite. Und kleiner Finger, neunte Bund auf die D-Seite. So, wir spielen immer einmal den Akkord durch. Und schlagen dann, spielen wir ihn abgedämpft an, hier mit Palmmute. So, dass wir hier so drauf gehen. Ja, guckt bitte nicht hier oben auf die Kopfplatte. Sondern hinten, hier. So. So. So, wir müssen einmal durchschlagen. Und dann, ne, wir spielen das Ganze als Achtel. A und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist der Takt fertig, ja? Die erste Achtel durchgeschlagen, die letzten 7, bis der Takt dann fertig ist, abgedämpft. So, jetzt im nächsten Schritt gehen wir auf die 5 und spielen genau das gleiche. Durchgeschlagen und abgedämpft. Auch wieder quasi 7 Mal. Und jetzt gehen wir oben hin und spielen ein E, ein Rock-E. Entweder mit Zeigefinger oder mit Zeigefinger und Mittelfinger. So, das können wir jetzt die ganze Zeit erstmal durchschlagen. Hier wird sogar noch eins gemacht. Wir spielen es einmal an. Also, eins und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir spielen jetzt gleich noch, noch dieses kleine Fill-In mit, was ich jetzt vorhin noch gespielt habe. Aber jetzt können wir erstmal das abdämpfen. Das heißt, dass wir das E wird quasi zweimal gespielt. Also wir spielen hier unten die 7. Also, so. Dann die 5. Und dann das E. Das ist erstmal die Grundlinie. Ja, dieser zweite, nicht abgedämpfte, durchgeschlagene im zweiten Takt, der ist ganz cool, den hört man auch ganz geil im Lied raus. Jetzt wollt ihr aber alle bestimmt diesen coolen Teil hier spielen. Dafür gehen wir jetzt, wenn wir das E gespielt haben, spielen wir ja einmal durchgeschlagen, jetzt 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir mit dem Ringfinger auf die D-Seite in den zweiten Bund und ziehen von der 2 auf die 4. Jetzt auf die 2 auf die G-Seite. Jetzt auf die 4 wieder zurück zur D-Seite mit dem Ringfinger. Und dann geht es auf die 1 oben auf die G-Seite. Und dann befinden wir uns aber schon in dem nächsten Takt, wo die Gitarre dann das E durchschlägt. Ja, der Teil ist, weiß ich, dass das bei den Leuten manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hervorruft. Wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt oder wenn ihr das mal mit jemandem durcharbeiten wollt, könnt ihr mich gerne für Videounterricht buchen, für Webcam-Unterricht, könnt sogar auch bei mir persönlichen Präsenzunterricht
könnt ihr mit mir machen, dass wir das mal durchgehen. Hier, ne? Ihr könnt gerne auf meine Internetseite christianshowtoplays.de gehen. Da gibt es viele, viele andere coole Videos. Und auch da könnt ihr auch die Videos suchen. Die sind dann nach Alphabet geordnet. Und hier bei YouTube gibt es natürlich auch schöne, viele Playlists. Oder halt hier auch von der Best of Rock Playlist. Und ein bisschen schneller mal gespielt. Und wer ein bisschen Spiele reinmachen will. Irgendwie, ihr könnt gerne mit dem Riff ein bisschen arbeiten, das ist eigentlich ganz geil. Wenn ihr mit dem restlichen Lied, ne, es bleibt sehr, sehr viel auf dem gleichen Part, weil Him war jetzt nie dafür bekannt, mega die krassen, komplizierten Licks und Riffs zu spielen. Wollten sie aber auch gar nicht. Und wie gesagt, dieses Riff ist total geil oder auch total bekannt. Und sehr, sehr eingängig. Und wenn man das vorspielt, sagt jeder, hey, das ist doch irgendein Wicked Game von Him. Ne? Yo, liebe Leute, dann würde ich sagen, macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Guckt euch auch andere Videos von mir an. Ja, und empfehlt mich weiter. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.